Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es gab eine längere Pause bei mir. Das wird euch nicht entgangen sein. Der ein oder andere hat schon nachgefragt, wann denn mal wieder ein Video kommt. Heute Mittwoch, der 1. Mai. Mein Road to 3000 Subscribers Giveaway ist offiziell beendet. Das Timing könnte nicht besser sein. Ich habe die 3000, glaube ich, am Wochenende geknackt. Es hat also alles ganz gut hingehauen. War ja ein bisschen skeptisch, ob es dann wirklich funktionieren würde, nachdem ich mehrere Wochen lang nicht in der Lage war, Videos hochzuladen. Und dann leidet ja auch so ein ganz klein bisschen die Kanaldynamik darunter. Aber es hat alles funktioniert. Ich habe die 3000 tatsächlich geknackt. Es sind einige Videoantworten eingetrudelt. Darüber habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut. Die Reaktionen auf die einzelnen VAs, die haben zum Teil etwas auf sich warten lassen. Das hing ganz einfach mit meinem allgemeinen Gesundheitszustand zusammen. Ich war zweimal hintereinander krank. Auch im Anschluss hat mein Körper so ein paar Signale gesendet, dass da nicht alles in Ordnung ist, sodass ich mich da ein bisschen um mich selber kümmern musste. Das ging dann teilweise so weit, dass ich ja quasi nur gearbeitet habe, und sobald die Arbeit vorbei war, war ich dann so sehr mit mir selbst beschäftigt, bin da irgendwelchen trüben Gedanken nachgegangen, dass ich im Grunde kaum Motivation finden konnte, mich mal ein bisschen um den Kanal zu kümmern. Ich hoffe, das wird jetzt wieder anders. Ich habe mir viel, viel vorgenommen. Ich habe wunderbare Sachen, die ich euch zeigen kann, die in der kommenden Zeit hier bei mir vorgestellt werden. Aber heute kommen wir mal zum Wesentlichen, nämlich der Verlosung dieser wunderbaren Preise, die ich euch ja im Eingangsvideo vorgestellt hatte. Der Link zu diesem Video und die Playlist mit allen Videoantworten werde ich selbstverständlich unten verlinken. Wir werden das jetzt so machen. Ich habe die Namen der Teilnehmer auf Zettel geschrieben. Diese Zettel werde ich falten, die werde ich in diesen wunderbaren Nutsack stopfen, und aus dieser Tasche heraus werde ich, hoppla, Entschuldigung, werde ich die Namen ziehen. Und wir machen das so: Der Erste, der gezogen wird, hat die erste freie Wahl, darf sich eins der Teile aussuchen, der Zweite dann von den übrig gebliebenen vier Teilen und so weiter und so fort, bis alle fünf Preise verteilt sind. Allerdings habe ich mir überlegt, wir machen noch eine Kleinigkeit. Wenn jetzt einer der Gezogenen, ich werde sechs Namen ziehen, so mutig ist und sagt, ich wähle die Überraschung, dann gibt es keinen der fünf Preise, die ihr hier auf dem Tisch seht, sondern dann gibt es etwas, das ich noch hinzufügen möchte. Einfach aus dem Grund, dass mir die Videoantworten so gut gefallen haben und ich die Chance für jeden Einzelnen einfach noch ein bisschen erhöhen möchte. Also, wer auch immer sagt, ja, ich brauche nicht unbedingt die Schalen oder ich brauche nicht unbedingt einen Victorinox oder mit dem Kuli kann ich eh nichts anfangen, der kann natürlich auch sagen, ich entscheide mich für die Überraschung. Ja, und dann gibt es ein kleines Überraschungspaket von mir. Wer gezogen wird, meldet sich bitte über meinen Kanal. Da habe ich in der Kanalinfo die E-Mail-Adresse. Meldet sich bitte bei mir, und dann klären wir den Rest. Also, jetzt erstmal zu den Teilnehmern. Wir machen das jetzt so: Ich werde die Preise einfach mal beiseite schieben und dann schauen wir uns an, wer dabei ist. Da haben wir The New Edge Outlaw. Ich mache das jetzt so, dass ich direkt hier vor der Kamera jeden einzelnen Zettel zweimal falten werde. Den Spider Bro. Schön, dass du wieder dabei bist. Hat mich wirklich gefreut, dass du deine YouTube-Abstinenz beendet hast. So, James Cole 2305. Noch recht neu dabei, aber ich hoffe, auch von dir werden wir in Zukunft noch mehr sehen. So, alteingesessen, der Vic Spider. Auch dir ganz, ganz lieben Dank für deine VA. Ja, ich muss ganz klar sagen, nicht alle haben es geschafft, wie von mir gewünscht, die VA mit einem Link in die Kommentare unter mein Video zu schreiben. Deswegen war es schon ein bisschen eine Suche, da bei mir dann Verzögerungen dazwischen kamen und ich nicht zeitnah jedes Video einpflegen konnte.
bin ich mir jetzt noch nicht mal 100% sicher, dass ich alle Videos entdeckt habe, die da rumschwirren. Wie gesagt, ich hatte gebeten, dass ihr eure VA bei mir in den Kommentaren verlinkt. Das hat nicht in jedem Fall funktioniert. Ja, aber ich habe lange gesucht und gestöbert und ich hoffe, dass ich alle Namen beisammen habe. Ja, falls jetzt irgendjemand noch fehlt, dann tut es mir wirklich sehr, sehr leid. Nächster Name, der Schnorres58. Auch eins unserer Urgesteine. Toll, dass du auch wieder dabei warst, Christoph. Vielen, vielen Dank. Nächster, wieder ein Neuling. Andreas S. Ganz lieben Dank auch für deine VA. Das geht hier abwechselnd. Ein Neuling, ein Alteingesessener. Der Autor Heinz. Coole VA auch von dir. Vielen, vielen Dank dafür. Nächster Teilnehmer, der Lizard King 111, Triple One. So, dann haben wir jemanden, der auch immer ganz, ganz fleißig ist, wenn es Fragestellungen um Videoantworten geht, der Benjamin Namtuart. Ganz, ganz lieben Dank, Benjamin, auch, dass du wieder rausgegangen bist und eine VA gedreht hast. Ich mich wie immer sehr darüber gefreut. Jan K. aus W. Auch dir meinen Dank. So, ich glaube, wir haben uns jetzt gerade rückwärts orientiert von der. Nee, doch nicht, doch nicht. Wir gehen vorwärts. Oder wie sie erschienen sind. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine schon. Oder? Keine Ahnung. Ist auch egal. Nächster in der Liste. Obsessive Archery. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine VA. Kam aus einer Richtung, die ich gar nicht erwartet hätte. Ich habe deinen Kanal noch gar nicht so lange auf dem Schirm, doch trotzdem habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass auch du dabei warst. Ganz lieben Dank. Nächster, der Sven, SR69. So, weiter geht's. Micha mit Ruhe. Auch dir vielen Dank für die VA. Du warst auch zum allerersten Mal dabei. Ist ja auch noch einen ganz, ganz frischen Kanal, wie ich gesehen habe. So, wieder ein Urgestein. Hornsby 55. Ja, dich hat es ja zuerst fast davon gespült, dann fast davon geweht. Trotzdem hast du eine richtig coole VA zustande gebracht und dafür meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Als nächstes Bushcraft Outdoor Messer. Das war die Doppel-VA, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Du hast noch einen kleinen Nachtrag geschickt. Ja, du sagtest ja selber, es ging gar nicht darum, zwei Lose zu kriegen, sondern du wolltest einfach ein oder zwei Dinge noch klarstellen. Sehr cool geworden. Vielen Dank für deine VA. So, und der letzte Zettel, den ich habe, das ist der Knife Max. Ganz lieben Dank auch dir. Ja, ich habe es schon öfters gesagt bei vielen Dingen. Ne, öfters gesagt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es ja schon geschrieben, doch. Da sind wir echt auf einer ähnlichen Wellenlänge und ist immer ganz cool, die Dinge dann mal aus deiner Perspektive zu sehen und zu hören. So, das sind die Zettel, die in die Verlosung kommen. Ich werde jetzt die Tasche öffnen. Mache hier ein ganz klein bisschen mehr Licht. So, das ist natürlich jetzt dunkel auf dunkel, das kommt alles besonders gut. So, und jetzt kommen unsere Zettel alle in die Tasche, in die Tasche, in die Tasche, in die Tasche. So, und drinnen wird kräftig durchgemischt. So. Sieger Numero Uno. Habe ich schon wieder das Stativ verwackelt? Entschuldigung. So, Sieger Numero Uno. Das heißt, die allererste Wahl hat der Christoph Schnorres58. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Freut mich sehr. Schnorres58 hat die erste Wahl. Numero 2. Der Lizard King 111. Auch dir ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Nummer 3. The New Age Outlaw.
Cool, ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch auch dir. Nummer 4. Na, wo ist er denn? James Cole 2305. Herzlichen Glückwunsch. Und die Nummer 5. Jan KSW. Ist auch wieder eine sehr launige VA, die er gemacht hat. Schaut in der Playlist auf jeden Fall mal rein. So, das sind die 5 Gewinner. Schnorres 58, Lizard King 111, The New Age Outlaw, James Cole und Jan KSW. Meine Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank. Wie angekündigt, jetzt wird noch ein 6. Zettel gezogen. Sollte von den ersten 5 jemand sagen, ich nehme die Überraschung, geht das 5. Teil, das von den ursprünglichen Preisen übrig bleibt, an die Nummer 6. Sollten die ersten 5 jeweils etwas aus den 5 Preisen wählen, die ich euch gezeigt habe, dann geht das Überraschungspaket an den 6. Namen. So, und den ziehen wir jetzt noch. Und das ist der Outdoor Heinz. Sehr cool. Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass das so gut geklappt hat. Ich freue mich über die zahlreichen Videoantworten. Ja, was soll ich sagen? Diese Einblicke in die Gedankenwelt, in die Sammlungen und in die Intentionen, sich bestimmte Sachen zusammenzustellen oder einfach mal zu hören, warum ein bestimmtes Messer die Nummer 1 ist, der Favorit ist, das Lieblingsmesser ist. Das ist unheimlich interessant für mich, diesen Perspektivwechsel mal zu sehen. Es gibt bestimmte Dinge, die kann man einfach nur hinnehmen, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich stehe auf die taktischen Messer, ich stehe auf Kampfmesser, ich stehe auf Schwerter, ich stehe auf nur auf OTFs oder ich mag nur 42A-konforme Sachen oder ich mag nur Flipper. Ja, dann ist das so, dann akzeptiert man das. Aber hier konnten wir einfach mal ein bisschen spezieller fragen und viele von euch sind ja auch darauf eingegangen, warum ein bestimmtes Messer die Nummer 1 ist. Und das war wirklich, wirklich interessant zu hören. Bei den YouTube-Kanälen, da gab es gar nicht so viel Neues. Da habe ich vielleicht einfach ein bisschen zu naiv gedacht, dass jetzt jeder, der eine VA macht, irgendwo noch einen Geheimtipp-Kanal aus dem Hut zaubern kann. Aber ich glaube, die Kanäle sind einfach rar gesät. Das ist einfach, ja, mittlerweile spricht sich das relativ schnell rum, wenn irgendwo ein interessanter Kanal auftaucht. Und dann ist der auch ziemlich schnell in der Community auch dann abonniert von den entsprechenden Leuten. Dementsprechend habe ich da vielleicht ein ganz klein bisschen zu viel erwartet. Ja, und die Sache mit dem Victorinox, ja, das ist einfach aus persönlichem Interesse, weil ich ja für 2019 noch einen Umbau geplant hatte. Das Compact soll in diesem Jahr noch umgebaut werden. Und da war es mir einfach ein Anliegen, mal zu hören, was denn eure Nummer 1 wäre. Welche Schalen würdet ihr wählen? Welches Messer würdet ihr wählen? Insgesamt hat sich da so eine Tendenz ausgebildet. Mehrfachnennungen waren zum Beispiel Tinker, Super Tinker, Deluxe Tinker oder Huntsman. Das sind schon die Modelle, die sehr oft genannt werden. Das Compact war auch dabei. Also das trifft auch alles so ein bisschen meine Gedankenwelt, wo ich dann sage, das sind Entscheidungen, die kann ich voll und ganz nachvollziehen. Die Messer sind halt unglaublich tauglich. Die passen auf jeden Fall für einen Umbau, weil die den größten Nutzwert bieten. Und ja, von daher war das im Grunde das, was ich erwartet hatte. Da kamen jetzt keine großen Überraschungen. Ich glaube, der Bernd war es, der sagte noch, er wollte einen 58er mit Chromgriffschalen hochglanzpoliert. Fand ich sehr, sehr cool und ich hoffe auf jeden Fall noch auf eine Antwort, wie es denn ausgerechnet zu dem Wunsch nach Chromgriffschalen kam. Das möchte ich auf jeden Fall noch wissen. Ja, ansonsten, ihr Lieben, meldet euch bei mir. Schreibt mich an in der Reihenfolge. Der Schnorres hat die erste Wahl. Und dann entsprechend absteigend die anderen gezogenen, die weiteren Wahlmöglichkeiten aus den vorgestellten Preisen, bis dann einer übrig bleibt, der ein Überraschungspaket bekommt. Das wäre dann der Outdoor Heinz. Oder vorher sagt jemand, ich nehme die Überraschung. Dann bleibt für den Outdoor Heinz auf jeden Fall noch eins der Teile übrig, die ich euch gezeigt habe. Klingt kompliziert, ist es gar nicht. Ich danke euch allen, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend und ich sage, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.